Hallo und willkommen zurück hier bei den Nachbarsbauern hier in Frankreich. Ja, ich bin hier immer noch am Unkraut entfernen, wie man sieht, aber nicht mehr viel. Wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Und irgendwie der Andi sagte, er will irgendwie Gras mähen. Oder habe ich das richtig ja, vernommen? Ich bin bei der zweiten Wiese. Hallo erstmal. Wie geht's dir, Kaki? Oh. Immer flott und viel bei der Arbeit. Wie immer, ja. Ja, ja, ich bin gerade hier bei meiner zweiten Wiese angekommen und mähe die auch mal schnell ab. Und dann, glaube ich, muss ich mir mal den Schwader von dir ausleihen. Ja, steht alles schön fein säuberlich am Hof. So, wir müssen hier... Ja, komm, den schmalen Streifen, den machen wir auch noch weg. Oh. Kostet uns ja nichts, das ist ja der Vorteil bei der Hacke. Ah, genau, feucht und fröhlich bei der Arbeit. So ist richtig. Aber das ist doch gut. Es ist 7.45 Uhr und man ist mit den Arbeiten auf den eigenen Feldern fertig. So muss das sein. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ja, wenn man nur noch Däumchen drehen kann und warten muss, dass das Zeug reif wird. Ja gut, ich könnte eigentlich meine Wiese noch mähen, ja. Das, da wollen wir noch ein Silo eventuell. Oh, ich fange schon wieder an mit Geld ausgeben. Nee. Nee, nee, nee. Ja, ja, das liebe Geld. Nee, nee, stimmt, wir hatten da was ganz anderes gesagt. Ich wollte noch mal Heu machen und dann das Feld umgraben und wieder ein normales Feld draus machen. So war da was. Ach, guck mal, da oben fährt ja jemand. Ah ja, hinter mir sehe ich. Richtig. Ah. Kaki nur am Shoppen. Nein. Wir müssen langsam machen. Wie gesagt, deswegen ein normales Feld machen. Weil ich glaube, dann haben wir so viel Heu im Lager, dass wir ewig nichts mehr brauchen. Weil ich muss gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wann ich den Heuballen für die Pferde gekauft habe. Das ist schon sehr lange her. Und der liegt da immer noch. Gucken wir gleich mal, wie viel da verbraucht worden ist. Ja, bei mir wird es eine Sonnenblumenfelder dünn auf jeden Fall noch zur Wiese. Ja, guck, du machst Felder zu Wiesen und ich mach's genau andersrum. Passt. So. Einmal rein. So. Abgucken. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Heu von dem Ballen noch da ist. Oh. Okay, der Ballen ist weg. ja. So viel dazu. So viel dazu. Aber es sind noch 1700 Liter im Stall. Also der hat sehr lange gehalten. So, aber jetzt geht es erstmal weiter mit Düngen. Kontostand verbessern. Das Unkraut mähen wir einfach weg. Wurscht, braucht keine Sau. So. So. Oh. Und zwei Futzelchen stehen gelassen, nicht so schön. Da auch noch. Ei, ei, ei.
Ja, ich fahre wieder nicht mit GPS, sondern nur mit Auge. Auge und Feingefühl. Oha. Funktioniert ganz gut. Ich wollte gerade sagen, das geht gut. Easy. Ja, dann. Na dann. So, mal gucken, wie weit sind wir denn? 87%. Ja. Läuft. So, jetzt ist die Frage. Kauft man noch ein bisschen Dünger oder nicht? Ja, ich habe keine Lust, auf das Feld 19 hochzufahren und dann reicht der Dünger nicht. Ja. Das wäre natürlich. Der Weg ist doch ärgerlich. Ja. Ja, Dünger kann man immer gebrauchen. Und wenn er dann nachher in die Gewächshäuser geht. Wir müssen den Streuer ja nicht voll machen. Oh. War aber jetzt nicht gut. So, ja. Das wird spannend. Ich will nicht nochmal umdrehen. So, dann machen wir das weg und dann geht's Dünger kaufen und dann hoch auf die 19. Das wird nochmal richtig zeitintensiv werden. Oh, er kommt egal. So, jetzt sind wir bei Kontostand minus 5. Oh. Nee, also ich bin ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir noch bis auf die Papenburg noch keine neue Karte angeguckt. Ich habe da noch keine Zeit und auch noch irgendwie keine Lust dazu gehabt. Ich habe aber gesehen, dass es die gibt. Aber wie gesagt, mehr auch nicht. Der Lunchbox, der Tobi, arbeitet übrigens an einem Hofpack wieder, ne? Oh. Sehr gut. Da gibt es viele altbekannte Gebäude wieder. Oh, auch schön. Wir aus Hopfach kennen. Oh, sehr schön, sehr schön. Da bin ich auch manchmal. Ich muss mal gucken bei Dex auf dem Discord, ob der oder wie weit der mit der Hopfach ist. Die soll ja auch kommen. Ja gut, ist aber jetzt dann nicht mehr so interessant. Also da würde ich dann wieder eher was Neues bevorzugen, weil die Hauptfach, die kennt man jetzt schon. Ja, es wäre halt interessant. Also anspielen werde ich es auf jeden Fall, weil wir dann eben auch eine Karte, die man im 17er, im 19er und dann im 22er hatte. Das ist ja eben auch relativ selten. Wie gesagt, einfach mal gucken. Aber ich glaube, die Probleme bleiben der Hauptfach erhalten. Die ist einfach zu detailliert. Ja. Da hat der Tobi einfach zu gut gearbeitet. Auf jeden Fall. Performance Killer Number One. Ja, cool, haben wir hier das Fleckchen Gas auch schon niedergemäht. Oh, da kommt auch schon. Oh, das war knapp. So, da vorne kommt mein Feld. Der Tobi ist ein mega Sharper. Ich schaue dem echt gerne im Stream zu.
wenn er da bastelt. Ich habe zwar keine Ahnung von dem, was er da tut, aber es sieht halt einfach nur so unendlich gut aus. Ja, das war, ich glaube, das war auch bei ihm, habe ich das erste Mal auch so wirklich so ein bisschen mir das Modden mal angeguckt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie gefühlt selbst 5 Minuten gebraucht habe, um irgendeine Funktion im Giants Editor zu finden. Und der da zick, zack, 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 hier, da, bum, bum, bum. Und ich nur so sitze davor und denke, okay, mach mal, ich verstehe nichts mehr. Und hier und da und dann eben auch in Blender und hier wieder was gebastelt und da wieder ein neues Gerät. Und ich bin so begeistert von Leuten, die sowas können. Und? Also unser eins braucht irgendwie 5 Minuten, um irgendwie einen Baum auf der Karte zu löschen. Und in der Zeit bauen die auf gut Deutsch fast eine halbe Karte fertig. Das ist schon... großen Respekt, auch wenn ich sehe, jetzt zum Beispiel die NF-Marsch, wieder ein beliebtes Thema. Wie gesagt, Fat Action bringt aktuell ja jede Woche donnerstags im Livestream und samstags ein Video von den Fortschritten. Und wenn du guckst, was da innerhalb einer Woche, was da alles passiert auf der Karte, das ist Wahnsinn. Und hier und da, man erkennt, dass es die NF-Marsch ist, aber sie sieht trotzdem komplett anders aus. Weil eben viel mit den neuen Gebäuden gearbeitet wird, die neuen Bäume und hier und da. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was es eben sonst noch so für Karten geben wird. Dann was man eben wirklich braucht, ist eine schöne, etwas größere Karte, mehrere Höfe für gutes Multiplayer. Dass man da eben problemlos spielen kann. Welche Karte, das ich schon sehr, sehr lange interessant finde, aber die allerweil noch nicht gespielt habe, das ist die Agarusha Map, glaube ich, heißt die. Auch so ein ganz kleiner Modder. Ja, vom Namen her sagt die mir auch. Ich glaube, für den Nachbarsbauern wäre das auch relativ witzig, weil es halt eher eine kleine Karte, auch für kleine Maschinen. Zum Vergnügten vor sich hin datteln, das ist, glaube ich, sehr gut. Ja, MVP, ich weiß nicht, ob die wieder, ob die Karte nochmal umbauen. Ja, die Niemandsland. Wenn man so eine Art von Spielen mag, dann ja. Oh, Gacki, jetzt habe ich aus Versehen einen Kipper umgeworfen. Dann Salathänger. Ganz aus Versehen, ja. Mit dem Frontlader bin ich aus Versehen hängen geblieben. Und dann habe ich Gas und Bremse verwechselt und dann, ja, weißt du, geht schnell. So, ab geht er, der Peter. Heinz FM läuft hier im Radio. Traktor. Really? So, wir können mal ein bisschen Geld kassieren. So, 1 und da sind wir bei 41%. Es wird eng werden. So. Es wird eng werden, dass wir das heute noch schaffen. Oder in dieser Folge. Lass mal der Gerät aus, mal gucken, wie groß das ist. Naja. So, wie machen wir das jetzt im Geschick? Okay. So. So, lass mich mal einen Blick einwerfen. Ich habe natürlich keine Düngemission. Das ist aber klar. Sie, hallo? Wo? Moment, wo wollen Sie denn hin? Andere Richtung.
Da lang geht's bitte. Wieder bergab. Das ist ein Bergauf, Bergab hier. Ist doch auch ganz schön. Wie auf der Kirmes. Ja. Hm. Aber wenigstens schafft mein Traktor das auch, obwohl der Düngerstreuer mit 7000 Kubik voll ist. Kriegt er den noch den Berg hoch? Irgendwas wächst da bei mir auf dem Feld. Ich weiß auf meiner Wiese, aber ich weiß nicht was. Kartoffeln aus. Da hat irgendjemand ein paar Kartoffeln angepflanzt hier. Ja, das kenne ich. Das hatte ich gerade das Problem auf der NF Marsch gehabt. Ich auch irgendwie am Ansehen gewesen auf dem einen Feld mit einer Direktsaat und normalerweise mache ich, wenn ich wenden tue, immer die Maschine aus und heb sie an und wende. Und ich habe das irgendwie vergessen und habe auf der Nachbarwiese eine schöne Querlenkung Tabak angesiedelt. Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Irgendwann dann plötzlich standen da die Tabakpflanzen hoch. Denke ich, okay, so war das nicht geplant. Ja, ausschalten tue ich die beim Wenden nicht. Ich fasse, ich klappe sie halt hoch, ne, dass sie keinen Kontakt hat. Ja, also, ich weiß nicht, ja, dadurch, dass ich eben hoch machen und an-aus bei mir am Lenkrad auf den Schaltwippen habe, geht das eigentlich relativ schnell. Ja, es war Tabak. Gras war da normal auf dem Feld drauf, Schaber. Vermehrungsgras. Dass er immer so einmal links, einmal rechts drücken, dann ist er eben aus und hoch. Ich weiß nicht, warum ich das da vergessen habe. BB New Moon, BB. Wie du siehst, wir sind immer noch da. Aber nicht mehr jetzt allzu lange heute mehr. Bisschen. Nein, das andere Gras nicht. Nee. Ja, Gras und Tabak, hast du gleich fertig gepflanzt oder was? So ein neuer Mix hier. Ja. Ja, wie gesagt, das mit dem anderen Gras, das hatten wir doch alle schon. Damals in Holland, meinst du? In Holland, ja. Oh, wilde Zeiten, wilde Zeiten. Ja. Aber ich fand's witzig, dass ich damals von dieser Karte diesen DJ-Pult und die Soundanlage mir geklaut hatte für unser Roleplay-Projekt auf der wie hieß die Karte? Keine Ahnung, habe ich einen Festplatz okay. Rausgebaut. Ach ja, ja. Nee, New Moon, damals waren wir auch nicht mehr jung. Damals waren wir auch schon alt. Wir sind schon immer alt gewesen. Allerdings. So, ich habe noch eine Bahn. Die Bahn muss jetzt noch sein. Bahn muss noch sein. Beziehungsweise 8%. Das will ich noch zum Abschluss bringen in dieser Folge. Ja, ich habe mein Feld noch nicht geschwadet. So schnell bin ich's nicht. Ihr junges Gemüse, sagt er den New Moon. Tja, ja. 98%. Weil dann kann ich nämlich auch mal überziehen. Was? Nicht nur du. Also ja. Mache ich das nicht nur ich.
Das ist immer, wir sind ein Gemeinschaftsprojekt, Gacki. Das machen wir immer als Team. Was der eine vergisst, lässt der andere liegen. Okay. Okay, gut. Aber wir lassen jetzt erstmal nichts mehr liegen. Wir machen Feierabend für diese YouTube-Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, Däumchen, Kommentare, Abos. Beim anderen reinschauen, da auch Abos, Kommentare, Likes da lassen. Und ganz wichtig, morgen 12 Uhr wieder einschalten. Da geht es nämlich weiter hier. So, das soll es gewesen sein von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, tschüss. Bleibt gescheit gesund da draußen. Servus.